Regierungsmitgliedern hören wir, es wird teurer für die Bürger. Schon jetzt wissen wir, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wird nächstes Jahr erhöht. Der CO2-Preis wird erhöht. Die Maut wird heute nicht nur erhöht, sondern ausgeweitet. Die Zusatzbeiträge zur Krankenkasse steigen. Die Mehrwertsteuer für Gas steigt. Die Netzentgelte werden erhöht und so weiter und so fort. Sie lassen die Bürger für ihre Unfähigkeit bluten, und das ist unerträglich, meine Damen und Herren. Mit dem Nachtragshaushalt 23 legen Sie den Grundstein für noch mehr Verschuldung, eine außergewöhnliche Notlage. Auch ich sehe eine solche Notlage, werte Kollegen, und die sitzt auf der Regierungsbank. Sie geben 200 Millionen Euro für die Umsetzung der nationalen Klimaziele Kolumbiens aus, 184 Millionen für die Korruptionsbekämpfung in Serbien, 100 Millionen für eine sozialgerechte Energiewende in Senegal, 315 Millionen für Busse und Radwege in Peru, 87 Millionen für die flächendeckende Einführung einer Krankenversicherung in Tansania, 4 Milliarden für grüne Energie in Afrika. Ich könnte so weitermachen. Meinen Sie nicht, dass es hier mal an der Zeit wird, Abstriche zu machen und die eigene Bevölkerung an erster Stelle zu setzen? Streichen Sie das Heizungsgesetz, verzichten Sie auf den Ausbau des Kanzleramtes, streichen Sie die überzogene Bürgergelderhöhung, passen Sie die EU-Beiträge Deutschlands an die von Frankreich an, kriegen Sie die Migrationskrise in den Griff, überdenken Sie die Entwicklungshilfe für Indien, die fliegen zum Mond, bauen Sie den Wasserkopf in der Bundesverwaltung ab. In nur zwei Amtsjahren haben Sie 11.500 neue Stellen geschaffen. Wozu? Einsparpotenzial. Einsparpotenzial, wohin man schaut. Hören Sie auf, die Bürger zu belasten. Fangen Sie an zu sparen. Und wenn Sie das nicht können, dann nehmen Sie Ihren Hut, denn Deutschland hat wahrlich etwas Besseres verdient. Vielen Dank.